so ein Kondom ausrastet, den ganzen Typen die Schwänze abbeißt. Also vielleicht zocke ich das irgendwie zu Halloween irgendwie als kleines Special, aber ich werde mich hundertfach einscheißen und werd vielleicht ein paar Tage danach krank sein. Oh, da habe ich noch keine Mundöffnung. Freitag, heute mache ich mir Mittag. Und ich habe bei Paranormal Activity 2 oder 3 war, das ist ein Lachflash bekommen. Heute wird es ein wenig gruselig. Und das liegt nicht daran, dass ihr gleich Deko zu sehen bekommt. Hallo? Heute zocken wir nämlich eine Halloween Warride. Einen wunderschönen guten Hallo, Deko und Aris. Hallo. Ich mische mir gerade eine wunderleckeren Aimboost, Muchachos. Es ist gerade eine Aktion an, die laufen, wo ihr könnt kaufen eine Aimboost für 30 Euro in der Anniversary Box bei Instant Gaming, genau. Bei Triebwerk. Check da ab, Link in der Beschreibung. Hallo, Muchachos. Ja, heute ist Sonntag. Eigentlich ist das Montag Halloween, aber wir wollten euch heute schon mal mit unserem wunderschönen Aussehen ein wenig gruseln. Man kennt ihn. Oh, hier war ja, ich dachte, es wäre ein Fake-Punkt gewesen. Also, die Partys sind ja so ein bisschen vorbei, ne, muss man sagen. Unsere Partyzeit ist ein wenig vorbei, aber in unserer wilden Jugend haben wir natürlich auch viele Halloween-Partys mitgenommen, ne. Ich kann mich noch an ein Halloween-Party erinnern, da war Deko He-Man. Das war, glaube ich, war das nicht das in dem, wie ist das, Infinity oder so? Ich glaube schon, ja. Das waren wir im Infinity, das ist so ein Russen-Club in Hannover. Infinity heißt es, glaube ich. Ja. Da waren wir, glaube ich, da. Das ist aber auch schon. Boah. Digga, da, ey. Das ist schon ein paar Jahre her. Damals sah ich richtig fresh aus. Da habe ich doch so eine Skelettzeichnung bekommen. Ich schau mal ganz kurz bei Instagram. Kann ich euch sogar live zeigen, was für eine abnormale, kranke Geschminkung ich hatte. Hallo. Stimmt, ich glaube, müsste auch ein Instagram-Bild haben. Checkt aber einfach, ne? Instagram, Link in der Beschreibung. Das ist 4 Jahre her, also nur ein Busch nach unten. Das letzte Mal, dass ich mich zu Halloween verkleidet habe, also was heißt verkleidet? Habe ich auch nur geschminkt. Da war ich Joker. Da habe ich, ist das hier eine, oh fuck, ja. Lol. Sah gut aus. Da habe ich mir die Haare grün, das Gesicht weiß färben lassen. Muchachos, schaut euch das an. Ich glaube, mich sogar noch an das Bild erinnern. Digga. Das ist einfach schon. Das war 2015! Bruni, Alter! 15! Digga, was? Damals hatte ich noch Gains. Gains! Digga, jetzt ist aber so echt schon lange her, ey. Aber apropos Lauch, Aris, spiel doch mal kurz deinen Sound ab, damit Deko das auch hören kann. Ich kann es ja nur für die Muchachos reinbrezeln. Muchachos, mit großer Freude gebe ich bekannt, dass ich ein riesiger Lauch bin und Marvin immer mein großer muskulöser Freund und Meister sein wird. Was? Deko, ich konnte nichts hören. Auf jeden Fall, ey. Der miese, miese Chaco, ey. Oh yeah. Okay. Also, Muchachos, wer von euch feiert überhaupt Halloween? Wer findet Halloween geil? Wer mag vielleicht Halloween überhaupt nicht? Und wenn nicht, dann warum? Ich muss sagen, mein erstes Mal Halloween, da war ich in Kanada. In Deutschland feiert man ja eigentlich nur Fasching und kein Halloween. Und Halloween ist dann irgendwie erst in den letzten Jahren so rübergeschwappt. Lass uns ein wenig mehr amerikanisieren, hallo? Ein wenig mehr amerikanische... Lass uns ein wenig mehr Feiertage machen, wir kaufen noch mehr Kram, um den Kapitalismus zu promoten. Hallo? Hallo, es sind ganz viele coole Verkleidungs, bitte nicht so, hallo? ja, und als was verkleidet ihr euch, falls ihr euch verkleidet? Ich weiß auch gar nicht genau, ob ihr vielleicht schon gefeiert habt, weil es könnte gut sein, dass die ganzen Halloween-Partys alle am Samstag waren. Das würde ja Sinn machen, ne? Ja, also in der Woche, gestern. Das können sich nur, glaube ich, Studenten erlauben, oder? Hallo? Ja, also am Montag ist sowieso ja schon mal schwierig, am Sonntag eigentlich auch, also, ja. Ja. Ja und ja. Aber was wäre denn eure Traumverwandlung? In was möchtet ihr euch gerne verwandeln zu Halloween? Also kostümmäßig. Es ist lame, aber
Ich hätte gerne ein noch geileres, also ein geiles Joker-Kostüm. Dich sehe ich eher so als Krankenschwester, hallo. Ich glaube, ich sehe dich als Krankenschwester. Digga, ich bin immer noch beim ersten Punkt, wollte mich verarschen. Ja, jetzt sieh mal, du musst doch nur eine Koralle machen da. Ja, ja, ich hab's jetzt schon zweimal. Mach die Koralle, bevor du auf den löchrigen Wald aufhörst. Ich hab's heute nicht so mit den, wie sagen wir, Waggons, hallo. Ja, da hab ich auch zwei verkackt. Jetzt ernsthaft? Was ist los? Oh, rutscht wieder ganz schön hart nach unten. Ja, okay. Jo, perfekt. Hallo! Warum bin ich so langsam? Zehner, wenn du ihn jetzt wegfickst. Habt ihr die ganze. Alter, Zehner? Ich hätte ihn genommen, Deko. Habt ihr eiskalt die ganze Zeit gewartet? Digga, was ist ja. Was ist ja. Oh, wow! Natürlich. Ja, wir feiern doch hier alle zusammen Halloween. Ja, grausiges Dankeschön von mir. Halloween! Jetzt wieder? Ach, nee, bist du nicht. Na, hier, hallo? Ah, ja, aber meine. Boah, mein Traumkostüm. Ich muss gerade überlegen, was das so wäre. Oh. Digga, aber ey, die Map ist ja so todesschmoof, Alter. Krass, richtig geil, ey. Meine Fresse. Die ist richtig gut. Oh, also, schaut gerne in die Beschreibung. Da findet ihr den Map-Link. Zum selber zocken. Yes. Instant Gaming. Alles klar. Oh nein! Hallo hier. Nee, ich dachte, wir fahren auf den Warrant auf und brezeln erstmal voll durch, danach kommt direkt ein Schmutziger. Da war ich immer. Ich bin heute irgendwie so richtig Brain AFK. Hallo. Also, ich habe auf jeden Fall mal wieder auf so komischen. Nur auf 15 Zeiten. Die ich immer bekomme, wenn ich meine Handy-News öffne. Ja. Da sind so Beiträge, was dieses Jahr unangebracht wäre. Ja? Unangebracht? Ja. Und da war zum einen, es gab ja diese Serie, die ich nicht verfolgt habe auf Netflix. Mit diesem einen. Dama? Ja, genau, wo man dann sich eben mit so einer Hornbrille und. Ich glaube, der hatte noch so ein Filmrequisiten-Ding in der Hand. Also, wie gesagt, ich hab's nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, dass man sich als den verkleidet, ist wohl so semi-gut, weil man dann seine Verbrechen bla bla gutheißen würde, bla bla, Müll, crappy. Dann Kim Jong-un. Der auf so einer mit einer Atomrakete in der Hand ist nicht so geil. Dann gibt es auch so ein Kostüm. Ich habe ja so ein Kostüm, wo es so aussieht, als würde ich auf einen Gorilla reiten. Das gibt es auch, wo es so aussieht, als würde man auf Putin reiten. Mit so einer Waffe in der Hand. Alter, das wäre geil, ey. Das wäre richtig gut, ich würde es feiern. Digga, ja, das müssen wir eigentlich, Marvin, müssen wir das Max schenken. Hä, hey, wieso Max? Weil Max ja auch so ein übertrieben muskulöser Typ ist, aber man müsste dieses Kostüm müsste man oberkörperfrei tragen. Der oberkörperfrei auf so einem Ich wollte gerade sagen, ich kann mir das nicht mehr erlauben. Ja, ich mir auch nicht, deswegen sage ich, wir müssen das Max schicken. Aber das wäre schon, das wäre richtig geil, ey. Das finde ich auch, warum ist das unangemessen? Ja, das hat eine komische Bunte oder die Gala oder so, hat sowas geschrieben, also. Muss dann ja jeder selber wissen, ob man das für unangemessen hält, da so einen politischen Touch mit reinzuhauen. Aber ich hätte damit jetzt kein Problem, muss ich sagen. Nee, also ich meine, den Dama kann ich verstehen, ne? Man verkleidet sich ja eh schon so als Freddy und sowas, aber das sind halt irgendwelche ausgedachten Serienkiller. Und kein echter. Digga, halt wie geil! Also ganz kurz, sorry, dass ich da reingrätsche. Ja. Ich habe mir gerade eiskalt vorgestellt, wie es so ist, wenn man. Sich so anzieht, als wäre man Politiker und hat einfach so eine AfD-Stecknadel an der Seite. Das ist das Halloween-Kostüm, weißt du? Also wie existierender Politiker oder einfach nur, dass man aussieht wie ein AfD-Politiker? Nee, dass man einfach aussieht wie ein AfD-Politiker. Okay, das wäre schon ein ziemlich krasses Halloween-Kostüm. Ich könnte mir vorstellen, dass du da Probleme mitkriegst. Ja. Und das ist krass, oder? So. Wenn, keine Ahnung, so auf Putin reiten, so kein Ding, ne? Aber wenn du dich anziehst wie so ein AfD-Politiker, dann. Absolut. Ja, naja, es sind halt schon ganz schön. Ne? Ja, stimmt. Ja, aber also, Muchachos, schaut mal die Kommentare. Was sind eure Favorite-Kostüme? Als was hättet ihr euch gerne verkleidet und als was habt ihr euch verkleidet? Mein erstes Halloween, habe ich ja erzählt, war ich in Kanada. Da habe ich mich als Roboter verkleidet. Oh. Mit und so einer Pappkarton. So ne? Richtig lappig. Ich habe einfach nur so Pappkartons angezogen bekommen. Zwei Pappkartons am Arm, einen für Oberarm, einen für Unterarm, einen großen für den Körper, einen kleinen für den Kopf und dann so eine oben im Kopf noch so eine Glühbirne reingesteckt, die es damals noch gab.
Und da war ich ein Roboter. Aber, um so ein bisschen Bildung mal reinzubringen, Halloween kommt ja eigentlich aus dem Germanischen, oder? Ist ein heidnischer Gebrauch, ja. Wollte gerade sagen, das kommt hier irgendwo, ja. Also eigentlich haben sich die ganzen Amerikaner unsere Tradition abgegeiert. Die miesen Chakos, ey. Nein, ja, rein Tür. Also ich meine, das kommt ja von den ganzen Einwanderern da, ne? Also sind ja ganz viele hier aus der Gegend hier nach Amerika gewandert, weil ja, gewandert ist auch gut. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und so. Und haben diese Bräuche dann quasi mitgebracht, ne? Aber dann frage ich mich so, hat man das bei uns wirklich mal gefeiert? Also bei uns hat man sich, glaube ich, gruselig angezogen, um so Geister zu vertreiben, weißt du, damals so auf Dörfern und so ein Scheiß, aber du bist jetzt nicht von Tür zu Tür gegangen, hast Süßes oder Saures gelabert, das nicht. Das heißt ja auch in Deutschland Sternsingen oder St. Martin oder sowas? Mattenmeeren, die Äpfel und die Beeren. Genau, das ist St. Martin singen. Ich frag mich, ob das bei Halloween in Amerika so beigemischt wurde. Digga, die haben einfach alles zusammengemischt, haben da so einen neuen Auflauf gemacht, höchstwahrscheinlich. Ja, was für einen Feiertag hättet ihr gerne? Also, ja, wir würden uns gerne verkleiden, einfach mal so ein bisschen aus dem Alltag auszubrechen und hätten auch ganz gerne Süßigkeiten. Also, ey, vielleicht laufen wir einfach rum und irgendwer anders muss uns Süßigkeiten besorgen. Deal. Deal. Und ein Feiertag ist geboren. Und am besten alle haben an diesem Tag auch noch frei, das wäre mui geil. Okay, das kriegen wir nicht hin. Okay, egal. Ist okay, aber an Halloween frei? Nee, ne? Aber Halloween ist, also in Amerika auch nicht. Ich auch nicht. Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall. Nicht, dass ich wüsste. Echt, das ist ja voll der Chaco-Feiertag, Danke schon. Ja. Aber ja, ich würde gerne so in Richtung Anime, glaube ich, hätte ich mich jetzt verkleidet. Ich hätte mal irgendwie Bock auf Ruffy oder so eine Scheiße. Habe ich mir noch nie verkleidet. Du bist irgendwie Anime-Fan? Kein Problem. Kriegen wir hin. Ich verkleide mich einfach als Anime-Fan. Ich hab jetzt am Wochenende richtig krass. Richtig lustig wär's doch, wenn du als Marvin gehen würdest und ich als Laurenz, oder? Das wäre auch richtig lustig. Ja, schon geil. Ich mit deiner komischen Kette. Wie macht man das? Ja, okay. Ich meine, ich könnte dir meine Kette geben, aber. Ja, du müsstest auf jeden Fall eine Cappy tragen. Nein. Ich müsste mich komplett rasieren, damit ich gar keine Barthaare mehr habe. Und ich müsste mir einen Bart ankleben. Du müsstest dir meinen Bart ankleben, ja. Und ich bräuchte eigentlich eine Perücke von deiner Frisur. Dann kannst du einfach so Geheimratsecken hier schneiden. Mit so einen Trimmer. Wächst das wieder nach? Das müsste Jule dann umsetzen. Ah, aber ich geil, denke, das ist kein Problem. Oh, ich hab's endlich! Boah, ich verkacke immer an diesem Downflip. Kann ja, das ist auch gar nicht so einfach. Downflip, da habe ich auch zweimal verkackt. Okay, Brudy, let's go. Oder ich kaufe mir so eine Schweinemaske und bin der. Achso, ja, geil. Da musst du aber oberkörperfrei die ganze Zeit rumlaufen. Ist übrigens jemand auf der Gamescom, ne? Fand ich eigentlich ganz cool. Ja, habe ich gesehen. War ein geiles Kostüm. Ja. Oder Cosplay. Haben die auch ziemlich cool. Also ziemlich viel Anime-Cosplay war da aktiv, das fand ich muy nice, lol. Ja, allgemein von Demon Slayer. Oh mein Gott, Digga, wie geil war das denn? What? Geil war was denn? Dass es funktioniert hat! Wo seid ihr? Hallo, ich war... Hallo? Ihr seid noch nicht hier, hä? Wo seid ihr, hallo? MG Flip. Hä? Hi! Hä? War das jetzt richtig, was ich hier mache? Hallo? Hä? Was soll ich denn machen? Warte, ich komme. Nein, ich bin weg! Okay. Lass mich weg! Ich bin weg! Nein, ich hab verkackt, oder was? So. Hey, ich hab einmal gelegt, als ich Ares gesehen habe, überdreht. Warum? War das hier doch richtig? Lol. Wohin? Ah, das war sogar wirklich richtig. Geil, ey. Hä, das war schon mit mich ficken? Ey. Also, die Map war richtig, richtig smooth, richtig, richtig geil. Aber viel zu schnell, Digga, viel zu schnell. Die Halloween-Map ist vorbei, oder was? Ja, es war schon. Hä? Ist ja richtig schade. Nein! Du mieser Chaco! Wie, du mieser Chaco? Wolltest du vor mir ins Ziel fahren, oder was? Nein. Er sagt dann auch zu mir, mieser Chaco, ey. Ja, komm, ich warte aber hier natürlich. Ja, du musst jetzt einfach da oben drauf fahren. Ja? Ach, da oben ist nicht meine Bremse! LOL! Oh, geil. Ja, und jetzt fährst du da lang, ja, jetzt ziehst du gleich ein bisschen nach oben, wenn du da durch bist, hallo. Und dann, hier, sie haben. Hui! Aber richtig schade, die Map war mega geil, ey. Also vom bautechnischen Ding, grandios, geiles Ding, aber leider ein bisschen zu kurz. Leider zu kurz! So wie Halloween, oder? So wie Halloween.
Oder Aris Hoseninhalt. Zum Abschluss nochmal ein Frankenstange-Parcours. Und wir haben es jetzt nochmal Halloween-mäßig fertig gemacht. Monkey Marvin. Schatzschuss, falls ihr euch fragt, warum Marvin immer Klopapier am Tisch liegen hat. Hallo. Oh, bist du eine Mumie? Bist du eins Mumie? Ich bin eins Mumie. Ich bin Tutanchamun. Diese Map soll natürlich auch in einem sehr schönen Halloween-Charm sein. Ist die Karre schon mal Halloween-mäßig angehaucht? Ja, ne? Die sieht schon ziemlich brutal aus, ey. Boah, das ist ein Totenkopf auf jeden Fall, ja. See ya, Nerd. Habe ich hier nicht irgendwo so ein Ding gehabt? Geil. Ja, ist Nico da? Hallo? Hallo? Es sieht wahrscheinlich nichts. Ich muss hier noch mein Kostüm irgendwie festmachen. Okay, warte, dann chill ich hier nochmal kurz. Das Rennen ist aber hardcore gemordet schon mal, das kann man festhalten. Oh. Jetzt habe ich noch eine kleine Mundöffnung. So, okay. Mein Mumienkostüm steht. Ist nicht ganz Joker, aber immerhin. So, wo siehst du denn jetzt einen Totenkopf? Ach, da vorne! Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Ah. Ey, das Interieur ist aber auch ziemlich fresh. Okay! Let's go! Eine 12 bis 14 Minuten Challenge. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Ja, Full Tryout, Leute. Das sollten wir auch schaffen, oder? Ich würde sagen, hier die Mumie kehrt zurück. Die Mumie 1, geiler Film, und danach wurde alles crappiger. Übrigens! Habt ihr jetzt mitbekommen? Kann ich meinen Aimboost gar nicht mehr trinken. Habt ihr mitbekommen hier? Was denn? Der gute alte, wie heißt der denn? Freitag der 13. Hä? Wie heißt nochmal der Mörder da drin? Ich wollte gerade sagen Freddy. Jason. Jason kommt jetzt eiskalt sein 13. Film raus. Ne? 13 Filme Horrorscheiße, ey. Lol. 13 Jason-Filme gibt es schon. Ja. Wie heißen die denn? Freitag? Lol. Freitag der. Wahrscheinlich Samstag der 13. Montag der 13. Freitag, heute mache ich mir Mittag Spaghetti. Keine Ahnung, wie die heißen. Aber das heißt ja, wenn es 13 Stück gibt, dass es auch zum Beispiel Montag der 13.2 gibt oder so. Ja, also habt ihr dann die Woche zweimal fast durch. Nee, die hießen ja nicht, glaube ich, alle Freitag der 13., sondern wie heißt dieses Jason-Genre? Wie hieß das immer? Freitag der 13.? Ich kenne den Freitag der 13. Film. Also mehr kenne ich nicht. Achso, okay. Ja. Ja, gut. Ich hänge fest, Junge! Auf jeden Fall, der gute Jason bekommt jetzt seinen letzten Film. Hoffentlich seinen letzten Film. Film. Denn alle Horrorfilme, die man irgendwie künstlich so in die Länge zieht, why, Digga? Einfach why. Genauso wie Scream 12. Ich komm nicht durch, Alter! Ist so, wie viele Scream-Teile gibt's? Keine Ahnung. Vier im Kopf oder so, keine Ahnung. Aber ich mag auch keine Horrorfilme. Also es gibt wirklich wenig Horrorfilme, die gut sind. Es gibt ja einen Horrorfilm, den schaue ich ganz gerne mal. Aber ich habe auch wieder vergessen, wie er heißt. Und deswegen kann er auch nicht so gut sein. Also ich muss sagen, ich hasse auch Horrorfilme. Ich habe irgendwann mal angefangen. Ich habe angefangen mit Paranormal Activity. Und den fand ich richtig krass geil. Krass geil, oder? Ja, der hat krass ja auch geil. Ordentlich eingespielt, ne? War ja mit der erfolgreichste Film ever von Budget und Einspielergebnis. Ja? Ja, also okay, der hat irgendwie gekostet, keine Ahnung, 50.000 oder so. Hat eingebracht 100 Trilliarden Yen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall so prozentmäßig ist einer der erfolgreichsten. Okay, Mujachos Filmwissen von Marvin. 100 Trilliarden Yen hat der eingespielt. Ist da Bescheid? Klassiker. Nee, aber den Film, den ich ziemlich, ziemlich geil finde, ist auch ein Horrorfilm. Das sind die so eine Anderswelt und reisen irgendwie mit so einer, nein, reisen so mit einer Laterne oder so in die Anderswelt und wisst ihr, was ich meine? Nee. Nicht deine. Irgendwas mit I war das. Inception. Nice, Leute, nice. Da haben sie auf jeden Fall auch so zwei Geisterhunter, die denen helfen bei ihren Geisterjagderfahrungen. Supernatural. Digga, also mehr Tipps kann ich nicht geben. Ich habe keine Ahnung, wie der Scheiß heißt, aber... Du hast bis jetzt gar keinen Tipp gegeben, außer dass sie mit einer Laterne rumreisen. Ja, so ein Element. Aber
Ey, allein, dass sie schon Geisterjägerfreunde haben. Zwei. Hau doch ab. Die so ein bisschen so ein auf den dumm und dümmer gestaltet sind. Weißt du? Das sieht am krassen Horror auf, Mann. Na. Aber also ihr kennt den auf jeden Fall auch. Chachos, falls euch Marvins Beschreibung irgendwas sagt, dann haut's in die Kommentare. Ja, bitte, bitte. Den kann ich empfehlen. Ich muss sagen, Paranormal Activity, richtig nice. Aber ich habe auch danach... Ey. Ich glaube, ich habe sogar mal einen Paranormal Activity 3 oder so im Kino geschaut. Im Kino, echt? Ja. Und, Alter, stimmt. Das war die Story. Da war ich in Bremen im Kristallpalast. Und ich habe bei Paranormal Activity 2 oder 3 war das ein Lachflash bekommen. Digga, hast du da, keine Ahnung, ein paar Pilze vorher genommen, oder? Nee, die haben so ein Ouija-Brett gespielt. Die Tochter war da und sie hatte so ihren Lover am Start. Und dann ging da irgendwas Gruseliges vor und haben sie Ouija-Brett gespielt. Und es hat angefangen mit P. Und dann meine ich so, hab so mein Kumpel Kai neben mir angelegt mit dem Ellbogen, weil so, ey Digga, da steht jetzt gleich Pussy. Und dann kommt U und dann habe ich angefangen richtig durchzudrehen, habe richtigen Lachfleisch bekommen. Dann kam tatsächlich Pussy, weil der Typ, also ihr Freund, das bewegt hat, das Ouija-Brett, um sie zu verarschen. Und ich habe so einen Lachfleisch bekommen, weil wirklich Pussy kam und die Typen hinter mir in den Reihen haben schon alle psst. Also und ich, ne? Also wie das halt ist, wenn man Lachfleisch hat und nicht lachen darf, ne? Es steigert sich immer weiter nach oben. Und dann haben Rocco und Kai neben mir auch angefangen noch zu lachen und dann war Achterbahn, ne? Ja, Klassiker. Aber das kenne ich aus der Uni auch. Da hatte ich mit Dicker auch mal einen richtigen Lachflash. In der ersten Reihe saßen wir. keine Ahnung, übertrieben rumgeheult die ganze Zeit. In so einem richtig vollen Kurs. Wie beide noch ganz vorne, ne? Richtig untypisch, ey. War das nicht Handelsrecht oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas, ja. War das so ein richtig trockenes Thema, wo der Professor einfach nur seine Folien abgelesen hat. Und wir haben einfach so einen krassen Lachflash bekommen, ne? Ich hab das früher auch gehabt mit Kumpels bei der Fahrschule. Haben wir gesagt, Fahrschule. So heute Fahrschule, Theorieunterricht, alles doppeldeutig denken. Ja, wir kommen hier von hinten und wer hat den Vorfahrt und so. Und dann, naja, wir waren richtig, 17. Also richtig für Vierjährige. ja, genau so. Okay, wir cruisen weiter nach vorne. Aber ja, Horrorfilme schaue ich mir eh nie an. Und deswegen ist das so ein Genre, also da, also genau wie bei, ich finde, Marvin, wie bei Spielen. Ich finde, man muss ja immer noch eine Runde Visage spielen, Muchachos. Digga, oder? Visage. Oh, das würde ich komplett unterschreiben, nur ganz ehrlich. Ich soll ja eher so Murtery Assistant spielen. Das soll ja auch richtig krank sein. Da habe ich richtig Angst vor, ey. Da hätte ich auch Bock drauf. Also vielleicht zocke ich das irgendwie zu Halloween irgendwie als kleines Special, aber ich werde mich hundertfach einscheißen und werd vielleicht ein paar Tage danach krank sein. Ficken, Alter. Diesen scheiß Windrad nicht durch. Aber das wäre eine Idee, oder? Mortuary Assistant von Marvin zu Halloween. Aber auch nur eine Folge und auch nur 10 Minuten. Mehr schaffe ich nicht. Nur eine Folge, ja. Das fände ich richtig cool. Da würde ich mich freuen. Ich weiß halt auch gar nicht, was das ist. Also ich weiß, dass man irgendwelche Leichen obduziert und da dann irgendwelche Geister rauskommen oder so. Hä, warum? Ey, Herr Loll? Herr Loll? Hä? Hä? Ich bin auf 2 km irgendwie runtergerockt worden. Ah, das muss man rückwärts machen. Da ist sogar ein Pfeil hier auf dem Boden, ne? Ich dachte, das wäre vielleicht für einen Rückweg oder so ein Quatsch. Ja, Deko, du kannst respawnen, das schaffst du nicht. Schaffst du so nicht. Vorwärts schaffst du es nicht. Ey, das ist ja unfair. Ich dachte gerade nach dem ersten, haha, die Trottel, ich schaff's trotzdem. Oh, ja, spawnt und rückwärts, okay. Ja. Gleich haben wir's. Aber ich habe ja damals eine Zeit lang bei Fitness First gearbeitet und die hatten so eine eigene Videothek. Und da gab es so einen richtig schlechten Horrorfilm, der hieß Movie. Death Factory. Und das war ungelogen so eine Uni-Produktion. Also da... Death Factory. Also hundertprozentig hat der nicht mehr Geld gekostet als $600 oder so. Also, aber für alles. Aber für komplett für alles. Man hat richtig gemerkt, also... Erstmal die Szenerie. Da waren also aus Pappschachteln zusammengebastelte Räume. Ja. Und die ganzen Schauspieler, wenn man die als Schauspieler überhaupt benennen kann. Digga, die. Ja, beruhig doch mal! Die kamen frisch. Also nicht mal frisch von so einer Filmhochschule, sondern die kamen einfach frisch aus dem Kindergarten. Frisch aus der Schule. Achso, ganz gut. LOL.
okay. Also, falls ihr mal so ein bisschen trashy Filme gucken möchtet, dann den. Oder Deko kann wahrscheinlich auch der Reifen, der tödliche Reifen empfehlen, oder? Irgendwie The Wheel oder so, wie hieß der Scheiß? The Wheel? Wo ein, so, einfach nur so ein Reifen verfolgt. Reifen der Todesreifen, genau. Oder die Killer-Tomate oder so, es gibt ja richtig viel Scheiße einfach es da. Gibt auf jeden Fall gibt es Killer-Kondom oder so. So ein Kondom ausrastet, den ganzen Typen, den die Schwänze abbeißt. Aber ist das mit dem Reifen nicht so ein Ding, wo du am Anfang des Films so ein Reifen aus dem Regal runterspringt und dann die ganze Zeit so bounced und da einfach irgendwelche Menschen tot bounced? Ja, irgendwas passiert da auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Kennt ihr bitte von den kranken Scheiß, ehrlich? Digga, es gibt richtig kranken Scheiß. Und so eine Scheiße kann ich mir dann auch reinziehen. Huh! Oh! Oh! Okay, die hat doch ein bisschen mehr Power. Ich bin drauf, hallo. Hallo. Aber ja, so Trash-Movies, da kann man immer mal wieder reingeiern. Insidious! Jetzt bin ich auf den Namen gekommen. Ah. Ja, die Bowlingkugel, da ist fest, oder was? Also Insidious kennt ihr, oder? Ich glaube, also ja, mir sagt auch der Name was, aber ich glaube, das war's. Okay. Du bist falsch, Aris. Wie? Ach so, lol. Ciao. Wir sehen uns dann in das Hölle. Heavy. Hä? Lol. Was ja, wie? Alles gut. Wer wie? Wo wie? Sag mal. Ja. Jetzt lass mich fahren. Nein. Oh, du bist falsch. Ja. Nein, ich muss nach rechts. Ey. Digga, mein Mumienkostüm juckt, Alter. Kratzt. Ich sehe schlechtes Kostüm. Hä? Das war doch mega teuer. Oh, was man auch immer überlegen muss, Muchachos, bei Halloween-Kostümen ist wirklich, was macht man? Weil Schminke, so eine Gesichtsschminke, ist halt richtig scheiße, weil du dich dann, sobald du dich irgendwie im Gesicht kratzt, dein komplettes Kostüm im Arsch ist. Und es juckt und kitzelt die Schminke im Gesicht. Ja. Und genauso mit Masken. Masken auch richtig scheiße, weil du auch übertrieben schwitzt darunter und am Rücken ist. Deswegen am besten muss man wirklich irgendwas nehmen, was man nur anzieht, aber da auch, dass es nicht zu dick ist. Richtig. Wo ist denn eigentlich schon wieder Aris hier, der kleine Poporeiter? Wo ist Aris, der kleine Poporeiter hier? Ah, hier müssen wir wieder runter. Ah, ich verstehe. Hallo. Hallo, es juckt. Hallo, nice, ey. Digga, der tryhardet aber auch gleich heftig nach vorne, ne? Du hast gesagt, tryhard, ne? Full tryhard. Der kleine. Ah, wir sind falsch, Marvin. Ja, ich weiß, versuch wieder rüber zu fahren. Verkackt dir gerade ein bisschen. Ich hab dir einen Gefallen getan. Also einmal hier. Yeah. Ich hoffe, du schaffst das nicht, bitte. Ich schaff's nicht. Oh yeah! Oh yeah. Oh yeah. So, wo ist der kleine Sack hier, ey? Wo ist hier der kleine Sack? Auf Platz 1. Hab ihn da vorne schon wegfahren sehen. Oh Junge, Alter, mein. Hä? Ja? Hä, hey, was? Ich glaube, jetzt habe ich gerade. Hä? So ein, wie so ein totes Huhn so eine Feder wegspuckt, habe ich gerade ein bisschen. Ding Dong! Geboostet. Oh. Ey, was? Hi, Aris, habe ich doch gerade wieder gesehen hier. Hallo? Mr. Aris, da sind Sie ja wieder. Buongiorno. Ah nein, wir müssen die Rampe mitnehmen. Ach, shit, ey. Hallo? Die Mumie kehrt zurück. Beeil dich, Deko! Wir müssen den kleinen Sack hier einsammeln! Oh, ihr halt verkackt, Digga! Es ist ja mal er hat verkackt! Das Ding ist, Aris kann gar nicht Erster werden, weil er der Einzige ist, der kein Kostüm anhat. Doch, ich bin als Muchacho verkleidet heute. Hallo. Das ist richtig gut. Das ist schon richtig gruselig. Ab und zu. Okay, aber da hat er jetzt verkackt. Okay. Aber ihr habt einen höheren weiblichen Anteil, als ihr gesagt habt, ne? Oh, also Grüße an die Damen gehen auf jeden Fall raus. In dem Kommentarsektor wurde dann so viel von den Mädels geschrieben. Ja, also wie gesagt, ungefähr 5%, 5-10% sind ja auch Damen und wenn unsere Videos so, keine Ahnung, 30.000 Klicks machen, sind ja auch 3.000 Damen dabei, ne? Also es ist schon eine harte Salami-Party, das muss man einfach mal sagen. Es ist eine sehr harte Salami-Party. Aber natürlich sind auch Frauen da. Müssen wir wie so Diskotheken, die besten, müssen wir so sagen, die besten Frauen. Die besten, die haben Geschmack. True, einfach, ja. Einfach eben wirklich Traum. Ein Traum! Oh. Oh. Nein, ich wollte ihn wegräumen! Oh. Digga, ey! Der fährt die ganze Zeit so 2 Zentimeter vor mir, ey. Oh.
Kommst du nicht ran? Kein Hasenpuppe. Digga, das ist ja. Ist das euer Ernst hier, Alter? Huh? Was ist das? Ja. Wo seid ihr denn jetzt? Was ist das? Was geschieht hier? Warum bin ich so lahm? Geil! Da. Nein! Nix! Ja! Nee! Hä? Wieso? Oh, ja. Nee! Ja! Ja! Hä, wie ist er da durchgekommen? Ich bin voll wie lang gebrezelt! Was ist das? Wie hat er das geschafft? Was für ein Hook, Mann! Ah, das war ja geil! Hallo, was ist überhaupt Phase hier? Halloween! Spring! Du Lappen, spring! Komm ich drauf? Ja. Oh ja. Digga, aber wenn's einer unverdient geschafft hat, dann ist das Ares, Digga. Aber sowas von. Halt deine Fresse! Okay, wir sind durch! Es war mir eins Ehre, nein. Hallo? Okay, man kann vom Spawn aus durchspeeden. Ja. Aber... Oh, okay. Oh. Also, Muchachos, habt auf jeden Fall ein wunderschönes Halloween-Fest. Hä? Okay, ich bin schleiche. Ja. Ja, da hast du verkackt. Bei uns auch so. Und? Schafft das trotzdem? Nö. Lol. Genau davor runter, Alter. Habt eine richtig geile Zeit. Genießt sie. Bisschen unbeschwert. Feiern. Party. Party! Und hab Spaß auf jeden Fall. Mit coolen Kostümen. So wie ich mit meinem Monkey Marvin-Kostüm. Und ich mit meinem Mumien-Kostüm. Oder gönnt euch Ares Muchacho-Kostüm. Ist so. Ey, komm schon wieder nicht rein, Junge! Also nicht drauf, meine ich. Jetzt noch einmal gegen Aussortierer. Perfekt, oder? Ah, das Wichtigste, denke ich mal, ist einfach auch das Zusammensein mit coolen Leuten, ne? Gay! Was für ein Gay! Also, Muchachos! Daumen nach oben ballern, Dankeschön für euren Support. Beschreibung abchecken, reingehauen. Feiert schön, oder ihr habt ja schon gefeiert, ne? Kuriert euch schon aus. Ja.